Wir fangen aber an. Ivan Jungle hatte 53% Winrate. Are you fucking kidding me? Ich habe gehört, hier gibt es jetzt TFT-Content. Ja, tatsächlich habe ich TFT für mich entdeckt. Und im Rahmen von Projekt Diamond, das wir momentan machen, wo ich versuche, in Solo-Queue, Flex-Queue und TFT überall Diamond zu werden bis zum Ende der Season, spielen wir sehr viel TFT. Heute ist tatsächlich League of Legends-Content. Morgen ist wieder TFT angesagt, übermorgen auch. Aber ja, vermehrt. Ich bin ein absoluter Anfänger noch und habe noch keine Ahnung, was ich wirklich tue, aber es bringt mir Spaß. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Am Sonntag ist doch Turnier, ne? Ja, aber das wird nicht den ganzen Abend einnehmen. Danach werden wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen TFT reinballern. Johnny, wenn ich irgendwann mal Probleme habe, so mit Weiterkommen, ich melde mich bei dir, ne? Und hier sind wir mit Ivan, das erste Game des Abends. Das kann ja nur gut werden, richtig? Projekt Diamond, in Klammern Boosting. Hat ja niemand gesagt, dass ich nicht geboostet werden kann. Also ich meine, es ging mir nicht darum, dass wer mit mir spielt, sondern dass er mir Tipps geben kann, so vielleicht den einen oder anderen. Vielleicht mal in so einer einstündigen Session, I don't know. Aber das schauen wir dann alles. Dafür haben wir keine Zeit! Ich habe nicht in den Chat geguckt. War da Mental Boom schon direkt, oder was? Oh, jetzt haben wir aber den Tilt-Gott auf Support. Den Tilt-Gott auf Support. Damit kann nichts schief gehen, Leute. Und Ramos top. Den Einfluss, den Baus auf die League-Welt hat, ist besorgniserregend. Ivan, eingeloggt. Game vorbei. Ivan Parthing. Yo, what's going on, guys? Gonna be showing you how to carry on Ivan in the jungle. He has a few really strong upsides. Number one is his invade. It's a long-range snare that you and your allies can dash to. So really powerful. Another thing is he can full clear 305 to 310 if it's red buff here. Yeah, just show me how I full clear. Gehst dann in die Topside, markierst Vögel, smitest red buff, nehme ich an. Hä? Machst du nicht? Ah, nee, du smitest Golems, wenn du hochkommst. Gehst jetzt runter, clearst das, clearst das, clearst das. Clearst das, clearst das, smitest das. Aber jetzt hast du ein Smite gewastet. Jetzt hast du ein Smite die ganze Zeit auf Cooldown. Warum nicht den Red Buff einfach mitten im Level 2 haben und damit Invade protected sein? Weil du dann jetzt die Krabbe nicht smiten kannst. Nein, du invadest einfach und smitest dann die Krabbe. Ja gut, ab sofort befinden wir uns in generischem Bereich. Okay, okay, okay. Beruhigend zu sehen, dass du dir erstmal ein Tutorial anguckst. Ey, also, es ist erstens das Flexed Q, zweitens es ist Silber, drittens, glaub mir, der Chap ist, der ist doch broken. alles gut, wir haben das. Tilt Gott daraufhin auch direkt mit dem Prime Server Legende, Mann. So, mein Invade ist stark, aber wir invaden nicht, ne? I guess ich starte dann Topside. Ich raste aus. Jetzt ist schon wieder meine Maussoftware nicht drin. Schwerwiegender Fehler. Ist mir aufgefallen! Okay, ich brauche volle Konzentration kurz, deswegen brauchst du Musik ausmachen. Full Focus. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Wölfe, Lubaf, Gromp, Vögel. Ist richtig, dass du mit Ivan gerade Jungle bist? Ja, da hat er nur 53% Winrate im Jungle, keine Sorge. Red Buff, nicht smiten. Auch wenn das echt counterintuitive wirkt für mich. Wölfe, Lubaf, Gromp, perfekt. Direkt wieder Full Life quasi. Boah! Oh! Ah, aber sah gut aus. Vögel. Ach, ich hätte hier über die Wand springen sollen, actually, ne? Egal. Sehr gut. Man skillt eh hoch? Man skillt eh hoch. Und jetzt für ein Lane Gank. Das ist die Meta, my friends. Oh. Ich hatte kurz überlegt zu Flash ehen, aber das war es irgendwie nicht. Hier, guck mal, auch ein Schildfisch, damit ich euch zuerst klauen kann. Ach, schade. Midlane? Ja, da sind wir dabei. Oh, Lukas. Das ist natürlich unfortunate, bin ich ehrlich. Boah, man muss das ja quasi wie ein ADC spielen. Das ist ja übel krank. Nee, nee. Naja. Schade, schade, schade. I tried. Junge, jetzt wird sie aber frisky hier. I tried. I like to take risks. Was bringt das Item denn? Health Region, AP. Boah, Alter, I don't fucking know. Typical Lucas Behavior, ja, nehme ich mit, ist in Ordnung. So, und jetzt markiere ich das. Wie schnell füllt sich das Ding jetzt? Schon ziemlich schnell, ne? Ich bin ein Supporter, kein Fighter. Ich bin ein Supporter, kein Fighter. Was macht der denn jetzt hier? Missen. Da sind wir raus.
clean gespielt von Ivan. Komm, ich komme. Euer Support kommt. Ihr braucht mich nicht. Holt ihn euch. Wundervolles Ding. Ich hab ein Schild für dich. Ja, oh, ich brauch noch halbe Sekunde Cooldown. Ich bin so traurig. Nee, ich glaube, wir sollten hier nicht fighten. Okay, actually mit meinen Shields. Oh, Lukas. Oh, so close. Okay, du bist rausgekommen. Ich mach irgendwie wenig Damage, aber auch mehr als ich dachte. Ab Level 6 bist du ein Fighter. Aber damit auch immer noch nicht ich ein Fighter, sondern Daisy. Ja, ich weiß schon, warum dieser Spielstil für mich so counterintuitive ist. Findet ihr, die Champions, die ich sonst spiele, haben eher so Kämpfer-Behavior? So radiaten die für euch Fighter-Energy? Nee, ne? So, da muss man generell wenig so auf Konflikt gehen. Mein Spielstil ist daran auch überhaupt nicht orientiert so. Also gar nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht ganz, wie ich mehr CS als Nico haben kann. Aber ich beschwere mich auch nicht. So, Shelly wäre jetzt schon big. Oh, Junge, was ist denn mit dem los? Der dasht einfach immer rein, macht kurz Damage, dann geht er wieder. Vielleicht hätte ich ihn schilden sollen, wa? Hat er uns gerade beide geultet? Das ist kinda sad. Das ist richtig sad sogar, honestly. Ich dachte, also, ich dachte auch irgendwie, dass wir mehr Damage machen. Aber guck mal, Mordekaiser ist da, um zu retten. I'm planning for you, my friend. Ja, ich weiß schon, warum ich eigentlich kein Ivan spiele. Not Brazil. Anything but Brazil. No. Okay, ich bin Support. I am Support, not Fighter. I am Support. Warum war da gerade ein rotes Tierchen? Wieso habe ich gerade hier ein rotes Tierchen gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Weil Nico da war. Fuck off! Was war das? Ich hatte gerade Warlock. Nito kann sich als Begleiter tarnen. Nee, ich habe ihr Tierchen halt gesehen. Bin auf jeden Fall crazy Ganker, so. Das merke ich immer wieder, wie erfolgreich meine Ganks sind. Die sind richtig krank erfolgreich. So, Midlane möchte ja eigentlich nicht gegankt werden von mir, aber jetzt bin ich gerade da. Aber ich gehe auch wieder. Er wollte nicht gegankt werden, also gehe ich wieder. Ich sollte vielleicht einfach dich da oben ganken, weil ich glaube, das ist die beste Option. Also der erste Natur-Champion ist mir direkt zu viel Natur. Ey. Boah, Junge, bin ich überhaupt ein Jungler aktuell? Ich weiß es nicht. Flash Q von Ivan Jungle. Oh. Sad life. Mit dem Mist, wir kriegen jetzt Safe-Gesellschaft. Mache ich immer noch mehr Damage aus dem Busch, ja, ne? Oh, Ezreal pusht? Oh, hier geht die Action. Ja, we kinda should engage this, ne? Oh, Yasuo ist Top-Lane gegangen, der Idiot. Ich bin ins Dragon Pit gegangen, ich Idiot. Was baut man danach? Den Shit. Alles klar. Ich werde einfach MFs Heal Slut. Das ist okay für mich. Wir farmen erstmal nochmal wieder ein bisschen, I guess. Oh, das geht mir noch nicht schnell genug. Das geht mir noch nicht schnell genug hier. Ich habe das Gefühl, alle außer mir spielen nützliche Champions. Wo kommt sie denn her? Ah, die habe ich nicht kommen sehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich... Ich werde auf diesen Champion nie ganz klarkommen, glaube ich. Weil man einfach kein Fighter ist. Aber was mache ich denn, wenn sie dann herkommt? Das war ein 0,75 Sekunden AOE-Knockup. Das klingt ziemlich broken. Auf der Ulti zusätzlich. Okay, I guess ich kämpfe jetzt einfach nicht mehr. Cool. Jetzt konnte ich ein Schild in dem Kampf geben. Danach war mein Cooldown einfach gone. Daisy, wo willst du hin? Mich töten. Okay, actually, this is good, no? Actually stirbt jetzt aber mit dem F einfach. Oder? Oh, 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 oh. Mordekaiser, die Legende. Morgana leider. Ah, nee, das ist ja der Gegner, das Morgana. Oh, 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 oh. Jetzt kommt die MF. Jetzt kommt die MF. Bam, bam. Da weiter drauf, der ist gestunt. Greift ihn noch an! Sehr gut. Ich bin übrigens in der Situation, um zu flamen, falls ihr es nicht wusstet. Oh! Cool, 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 cool. Full Crit Ivan, das wäre wahrscheinlich inzwischen die bessere Option, ja. Junge, ich mache ja hier gar keinen Damage. Ich kann ja nicht mal Waves clearen. Was ist das für ein Champion? Der ist nicht für mein Spielstil gemacht. Ich call's hier jetzt endgültig. Junge, ich brauche 3 Stunden für eine Wave. Das ist mal 5 Minuten weg und Mango ist gestorben. Ja, auch nur 8 Mal. Hält sich zum Glück noch echt in Grenzen. Was haben wir eigentlich für einen Jungler, dass die Gegner 4 Drachen haben und wir keinen? So ein Ranz-Jungler, wirklich. Ach du Scheiße. Ah!
Da haben sie uns hops genommen. Okay, ich spiele nie wieder Ivan. Das passt so überhaupt nicht dazu, wie ich Jungle spiele. Ich hab euch legit noch Fullspeed runtergerannt, bin ich ehrlich. Ich habe den Yasuo gefeedet und nichts gemacht. Hey, das ist schon eine Leistung für ein Game. Auf einer Skala von 1 bis Polarbär. Wie viele Canon Minions braucht man für ein LVL-Up in League of Legends von LVL3N? GGWP. Polarbär. Aber ernsthaft, Canon Minions sind super, aber Level 3 besteht aus mehr als Zahlen und Polarbären. Nächstes Thema, schöne Waffeln. Weder deine Frage Sinn ergeben, noch die Antwort. Das war das einzige Game, das ich heute Abend verlieren werde. Nein, Geist, das ist wirklich so. Das ist das einzige, was ich heute Abend verlieren werde. Ich verliere jetzt gar keins mehr.